Flamly hängt an seinem Trainer wie eine Klette. Er schlurft immer hinter ihm her. Dieses Pokémon spuckt 1000 Grad heißes Feuer, das seinen Feinden ordentlich einheizt. Und damit sage ich hey und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rubin Nuzlocke Challenge. Mir ist eingefallen, dass ich den Pokédex ja ein bisschen vernachlässigt habe. Ich habe ja viele Einträge schon weggenuschelt. Und ich dachte mir, okay, vielleicht interessiert es ja doch wen. Vor allem hier auch schon mit dem Größenvergleich zur Trainerin. Die misst 1,50 Meter, ja 1,50. Auch mit dem Ruf und dem Gebiet. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich gucke mal ganz kurz nachträglich, zumindest bei den Pokémon, die jetzt im Team sind. Also gut, Zaki werde ich bestimmt wieder ins Team reinholen. Zickzacks ist ein rastloser Wanderer. Dieses Pokémon ist nämlich sehr neugierig und es inspiziert alles, was ihm zufällig begegnet. Es taucht aber auch sehr oft auf, muss man sagen. Ja gut, in der nächsten Zeit, wenn wir jetzt weiter nach Norden gehen, werden wir endlich unsere Ruhe vor den Fusselbällen herhaben. Danach wahrscheinlich nicht mehr. Also Festland ist Zickzacksland. Pudox, ja unsere liebe Tina. Pudox wird instinktiv von Licht angezogen. In hell erleuchteten Städten kann man Scharen dieser Pokémon dabei beobachten, die großen Schaden anrichten, indem sie Blätter von Bäumen abfressen. 1,20 Meter! Ey, und sowas habe ich in den PC reingestopft. Also, ja, die Technik heutzutage, ne? Ja, unsere liebe Paula. Man sieht Wingull oft mit seiner Beute oder seinen Besitztümern im Schnabel herumfliegen, auf der Suche nach geeigneten Verstecken. Dieses Pokémon fliegt durch die Lüfte, als würde es gleiten. Karl! Knilps lebt im feuchten Erdboden finsterer Wälder. Es wird oft reglos unter herabfallenden Blättern gefunden. Dieses Pokémon ernährt sich vom Kompost aus verrotteten Blättern. Eine Delikatesse. Unser kleiner Kampfpilz. Killerpilz. Ningarda. Ningarda leben viele Jahre in absoluter Dunkelheit unter der Erde. Dieses Pokémon nimmt Nährstoffe aus Baumwurzeln auf. Es rührt sich nicht, da es auf seine Entwicklung wartet. Ja, das tue ich ehrlich gesagt auch. Und dementsprechend machen wir einfach mal weiter mit dem Arena-Kampf. Ja. Ich habe es aufgegeben, die Stadt umpolen zu wollen. Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, alle meine Schalter zu finden. Das ist wirklich amüsant. Dann ist es nun an mir, dem Arenaleiter Frau Malvenfrosity, dich unter Spannung zu setzen. So, das war meine Altmännerstimme. Ich habe mir gedacht, so einem weißhaarigen Mann würde das passen. Er hat aber auch ein sehr breites Grinsen. Arenaleiter Walter mit seinem Magnetilo. Ich muss gestehen, ich kann mich an die Anime-Folge mit Walter nicht mehr erinnern. Also gerade die... die dritte Serie, muss man ja sagen. Das habe ich dann nicht mehr so verfolgt, wie jetzt die ersten Staffeln, die ersten Serien. Ich sag lieber Serien, weil ich das lieber auch nach den Spielen bzw. Regionen unterteilen möchte. Ich kann die Staffelnummern selber auch nicht mehr auseinanderhalten. So, es ist jetzt erstmal geblendet. Dann nehmen wir jetzt unseren lieben, lieben, lieben Freund. Chibi! Hey! Na schade, meine Strategie ist nicht aufgegangen. Okay, dann setzen wir jetzt 1000 Grad heißes Feuer ein. Yay! Bis wir den Schmelzpunkt dieses Magnetilo erreicht haben. Oh, jetzt muss ich es gleich heilen. Ich hab's wieder so ein bisschen mit dem Hals, muss ich gestehen. Ihr Motor ist Level 16. Gut. Nächstes Pokémon ist Voltoball. Ja, okay. Ich habe da was in Erinnerung von wegen Voltoball springt sich selbst. Also Finale oder Explosion. Ich habe auf beiden keine Lust, um ehrlich zu sein. Ich meine, es wäre gut für mich, weil es sich halt selbst in die Luft sprengt. Es macht sich selbst kampfunfähig, aber es hat eine ordentliche Power. Ordentlich.
habe da echt Schiss vor, dass es das jetzt macht. Schon gesprungen. Ja, und ich weiß nicht genau, wann es das macht. Das ist das Problem. Ich versuche gerade zu rechnen, ob es das mit Level 20 überhaupt schon kann. Aber es müsste eigentlich. Ich versuche mal auf Zeit. Aber wahrscheinlich macht es das auch erst, wenn es selbst so gut wie besiegt ist. Eben als letzten Kraftakt. Und dann werde ich Chibi auch mal heilen. Mein gutes, liebes Küken. Ich glaube, mit Chibi muss ich mir noch ein Osterspecial überlegen. Kann das sein? Das ist ja auch bald wieder soweit. Ich nehme ja immer im Voraus auf, muss ich ja sagen. Ganz ehrlich. Deswegen, wenn er... also ich habe jetzt gestern Part 15 hochgeladen. Das hier ist jetzt Part... Oh, oh Gott, ich habe es vergessen. Über 20 auf jeden Fall. Oder ist Ostern schon vorbei, wenn ihr das seht? Wahrscheinlich. Ja gut, würde ich täglich aufnehmen und täglich hochladen, dann wäre es definitiv schneller. Aber ich habe dafür auch leider nicht die Zeit und auch nicht die Kraft dafür, muss ich gestehen. Bin ja auch berufstätig. Und mein Privatleben möchte ich auch nicht so links liegen lassen. Das ist alles so ein bisschen doof. Ja. Also ich nehme jetzt bewusst auch nicht Tackle, weil... Volto bei meines Wissens auch Statik kennt. Oder halt hat. Ja, jetzt haben wir das Finale. Oh Gott. Arceus, steh mir bei. Boah! Das meinte ich! Hilfe! Ernsthaft! Ja gut, nehmen wir erstmal noch Karl. Dann pumpe ich den erstmal einen Trank noch rein. Dann kann er dieses Magneton noch paralysieren. Vorausgesetzt, das kann jetzt nicht auch noch Finale. Ey, dann werfe ich das Gamepad aus dem Fenster. Noch einen? Nee. Er kann es Ultraschall ja mit Sicherheit auch. Ein Superschall. Ultra oder Super ist mir egal. Ist beides doof, aus meiner Sicht. Gut. ja, noch direkt hinterher. Wenn es jetzt nicht eingeht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Oh Mann, bitte nicht. Donnerwelle. Ja, von mir aus. Ja. Also es ist nicht so extremst blöd für mich jetzt wie in dem letzten Arena, wo ich echt ein bisschen doof dastand. Oh Gott, Schockwelle, Hilfe. Meine Güte. Und noch einmal, ich hab's ja. Ich warte darauf, dass es irgendeinen anderen Angriff macht. Oder beziehungsweise daneben schlägt. Beziehungsweise Paralyse mal eintritt. Also, hallo? Nee, das wird nichts. Es wird mit jedem Mal stärker. So ein Mist, ey. Komm, jetzt nehmen wir Miyamoto. Wird es jetzt nochmal Schockwelle. Also, das bringt es eben nichts. Ja. Es muss doch irgendwann mal paralysiert sein. Aha. Und Blitz. Damit es sich nicht mehr weiter wehren kann. Ultraschall. 20. Ja, schön. Jetzt sind sie alle natürlich ein bisschen angeschwächt vom Blödsinn. Es ist wieder ein fröhliches Hin und Her. Au. Nee,
Top-Genesung. Ich hab's doch. Es wäre eine Verschwendung, es nicht zu verwenden. So, und jetzt machen wir erstmal Igelsamen. Damit es trotz allem immer wieder was abgezogen bekommt. Und Megasauger. Und ich trinke in der Zwischenzeit was. Wenn das Finale kann, dann werde ich böse. Dann werde ich richtig böse. So, Chibi. Aber Igelsamen ist schon extremst gut geworden, merke ich. Ich habe die Attacke früher ja unterschätzt, muss ich gestehen. Jetzt nehmen wir mal wieder Chibi. In der Hoffnung, dass die Schockwelle jetzt nicht wieder so extrem ist. Vielleicht auch daneben geht. Ultraschall. Okay, Ultraschall geht daneben. Und jetzt heizen wir dem Vieh mal wieder richtig ein. So. Geschafft. Yay. Und wieder ordentlich Erfahrungspunkte. Immerhin. Schön, ich habe verloren. Du hast es geschafft, meinen Stromkreis zu unterbrechen. Nimm diesen Orden. Yay, und 2300. Wie teuer waren jetzt unsere Tränke? Ja, egal. Ich habe den Dynamo-Orden. Juhu. Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon Zertrümmerer auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und außerdem werden deine Pokémon ein klein bisschen schneller. Dies sollte ich dir auch noch geben. TM 34. Das ist Schockwelle. Ja, eine verlässliche Attacke, die niemals daneben geht. Verlass dich drauf. Ja, ja. Boah, Mann. Was macht denn meine Börse? Also wir haben definitiv ein Verlustgeschäft gemacht. Egal. Ja, erstmal heilen. Und dann muss ich zurück nach Metaross City. Darf ich nicht vergessen. Da gibt es nämlich ein sehr, sehr gutes Item. Das brauche ich definitiv. Definitiv. Das konnte ich nur zu Beginn, also als wir schon da waren, leider nicht holen. Ich musste halt noch irgendwas erledigen. Oh, eine alte Frau. Ah, du bist es. Schön, dich zu sehen. Dein Pokémon kann es einfach nur zu gut gehen. Dein Zigzag ist um ein Level gewachsen. Möchtest du es wieder haben? Ja. Unbedingt. Takeshi kann recht, kann ruhig noch ein bisschen bleiben. Sehr schön. Hier ist dein Pokémon. Yay. Möchtest du das andere auch? Nein. Lassen wir erstmal. Na gut, komm zurück. Komm zurück, wenn du willst. Tschüss. Ja, also Stimmen verstellen übe ich halt, wie gesagt, immer noch gerne. Und wir können Zertrümmerer einsetzen. Zaki kann das ja, glaube ich, schon. Ja, genau. Hey, Level 13, immerhin. Wann entwickelt sich das Vieh? Ich glaube, Level 20? 25? Irgendwie sowas. So, erstmal nach Wiesenflur. Und da ist das Liebespärchen, was ja getrennt ist, weil da diese Felsbrocken im Wege stehen. Ach,
Würmel, hau ab. Ernsthaft, geh weg. So. Und zack. Oh, tschüss. Ja, von denen haben wir ja mehrmals schon gehört. Diese Felsen sind halt im Weg. Aber ich kann euch ja jetzt endlich helfen. Bada! Hm? Wow, du hast den Felsen, der den Weg blockiert hat, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich und daher möchte ich dir diese VM geben. VM4 erhalten. Juhu! Das müsste Stärke sein. Ja, genau. Wenn ein kräftiges Pokémon diese VM lernt, ist es in der Lage, sogar die schwersten Felsen zu bewegen. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. Du. Komm mit. Viel Spaß. Ja. Das ist wieder so ein Fall, in dem ich mich auf der Ferse gedreht habe. Ne? Ich darf das nicht mehr so oft machen. Wenn ich mitten im Satz bin vor allem. Abra fail, sag ich nur. Ja. Jetzt ist der Part aber auch schon ein bisschen lang geworden, merke ich gerade auf der Uhr. Aber ich werde es jetzt so durchziehen, dass ich das Item hole und dass ich dann wieder zurück nach... ich habe den Namen ja vergessen. Malvenfroh City komme. Damit wir auch direkt weiter mit der Story und so einen Scheiß weitermachen. Entschuldigung, ich will keine Kraftausdrücke aussprechen, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Ja. Erstmal zur Devon Corporation. Da müssen wir zu Mr. Trump. Dem haben wir ja immerhin wir haben ja für ihn den Brief und das Paket abgegeben. Ne? Oh, du hast meinen Brief überbracht. Herzlichen Dank. Dies ist mein Dankeschön von dir. Es wird dir als Trainer sicher helfen. EP-Teiler! Juhu! Trägt ein Pokémon, den EP-Teiler. Oder EP-Teiler, wie man es aussprechen mag. So erhält es in jedem Kampf Erfahrungspunkte, auch wenn es gar nicht im Kampf teilgenommen hat. Ich würde sagen, der EP-Teiler ist sehr nützlich, um schwache Pokémon aufzuziehen. Oh ja! Oh ja! Und ich weiß auch schon, wem ich das gebe, nämlich demjenigen, der definitiv so schnell wie möglich mal aufleveln müsste, um sich weiterzuentwickeln. Schon in meiner Jugend habe ich mich voll auf die Arbeit konzentriert. Deshalb weiß ich auch nicht unbedingt, was gerade im Trend liegt. Wollen alle jungen Leute Trainer in der Pokémon-Liga werden? Frag doch einfach mal deinen Sohn, den Troy, der kann dir das sagen. Immerhin hast du ja den Brief auch an ihn geschrieben und bla, naja, egal. Gibt's hier Müll? Nein. Manchmal sind da ja Items dran in den Mülleimern. Auch interessant. Ich entwickle neue Arten von Pokébällen, aber noch bin ich nicht sonderlich weit gekommen. Wow, du hast ein Pokénerv! Es ist das Resultat der Wissbegierde unseres Präsidenten, der etwas über die Gefühle der Pokémon lernen möchte. Soll ich dir die Funktion im Einzelnen erklären? Ach was, du findest das schon selbst raus. Okay, habe ich ja teilweise schon. Wir wollen ein Gerät entwickeln, das uns ermöglicht, mit Pokémon reden zu können. Aber bisher hatten wir noch keinen Erfolg. Tja, ich arbeite an einer Vorrichtung, die die Träume der Pokémon visualisieren kann. Aber so richtig geht das noch nicht voran. Ich glaube, dein Werk ist aber in einem der späteren Spiele vollbracht. Kann das sein? Ich muss mich da so ganz schwer an was erinnern. Aber naja, egal. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die Pokémon aus Fossilien wieder zum Leben erweckt. Und es klappt! Okay, das muss ich mir merken. Für den Fall, dass wieder Fossilien hier zu finden sind. Also sind es definitiv, das weiß ich. Es gibt ja in so gut wie jeder Region Fossilien mit eigenen Fossil-Pokémon.
Ich glaube, nur bei der zweiten hat man keine neuen dazu erfunden. Da hat man trotz allem auf Kabuto und Ammonitas zugegriffen, die ja wahlweise aus dem Domfossil oder Helixfossil gewonnen werden konnten. Was gab es hier denn nochmal? Ich glaube, ja, ich spoiler mal lieber nicht. Für die Leute, die es nicht kennen. So. Flummels, Flummel, Flummel. Na, also Miyamoto kann jetzt auf jeden Fall Erfahrungspunkte sammeln. Wenn er sich einen Kampf mit jemand anderem teilt, kriegt er auch definitiv mehr. Also bei Doppelkämpfen zum Beispiel. Und meine Beeren wachsen nicht. Warum wachsen die nicht? Jetzt wächst. Wenn ich wiederkomme, sollt ihr strahlen vor Glück. Yo, Route 111. Ein neues Gebiet, ein neues Pokémon erwartet uns. Sind hier irgendwo Items? Ich wette, ja. Das sieht so nach einem Versteck aus. Nee, doch nicht. Und hier könnte ich auch angeln. Oh, das ist das Haus von der einen Familie. Ich habe den Namen vergessen. Hallo, ich hab's. Du bist ein Wanderer. Was hältst du davon? Du trittst mit deinen Pokémon gegen alle vier Familienmitglieder hintereinander an. Hintereinander heißt, ich darf zwischendurch, glaube ich, auch nicht heilen. So war das ungefähr. Die Herzen unserer Familie schlagen im Einklang. Das Haus der Siegers. Genau, Siegers heißen die. Aber mit IHG Siegers. Ganz komisch. Ja, okay. Eigenname, ne? Gut, ich würde einfach mal sagen, ich mache jetzt mal ein Päuschen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Also meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, wieder ein Däumchen nach oben, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Bis bald. Tschüss.